Die baggern doch, oder? Klar baggern die. Guckst du dir doch an. Das sind doch... Hallo? Entschuldigung? Entschuldigung, dass ich vor meiner Couch stehe. Ne? Ja, grüßt euch, Leute. Warum macht euch nur bequem? Ist schon... Ah, Leute, was ist denn hier schon wieder los? Kelvin, was machst denn du? Hast dir Virgi gleich gekrallt, ne? Ist klar. du bist ein alter Tausendsasser. Ich wollte ja eigentlich, ne, hier... kochen, aber das kannst du jetzt vergessen. Eigentlich kochen, aber es ist irgendwie... Das kannst du jetzt abschneiden. Ah, lasst euch nicht stören von uns, ne? Du weißt ja nicht, was die machen, wenn wir nicht da sind, ne? Ja, ich will es gar nicht wissen. Ich muss mal schnell Wasser holen. Hol mal schnell Wasser. Weil ich habe alles ausgetrunken. Dafür bin ich satt und hast meinen Topf weggeschmissen. Keinen Durst mehr. Jetzt hast du meinen Topf. Nein, den habe ich doch noch in der Hand, oder? Nein. Nein? Nein. Den habe ich in der Hand. Nee. Hä? Aber hier ist einer runtergeflogen. Ja, das bist du, das ist wieder deiner, weißt du? Kann nicht sein, ich habe meinen im Inventar. Also ich habe meinen in der Hand, mit Wasser jetzt. Hier ist was los, hier fahren schon wieder die Affenpanzer, merkt ihr das? Ist ja unglaublich. Ja, die Angestellten haben wir einfach nicht. Du träumst von fallenden Töpfen, weißt du? Pupsgeist, grüß dich. Hallo Pupsgeist. Na wow. Wir haben unsere Angestellten im Griff, ja genau. Also du weißt ja nicht, wenn auf einmal kleine Virgis und kleine... Kelvins hier rumlaufen, dann wissen wir aber Bescheid, ne? Naja, du kannst ja immer ein paar Helfer, kannst du ja immer hier brauchen. Ja, aber Kinderarbeit, dann kriegen wir eine Anzeige und ach nee. Also. Ja, das ist richtig. Der Kelvin hat mich jetzt echt nicht durchgelassen. Ich sag doch, die meutern. Wo sind denn unsere Fallen hier, sag mal, Leute, da? Fisch. Ich trage zu viel Fisch. Na, sowas. So, es herbstelt übrigens, ne? Es wird bald Winter. Ich sag's dir nur. Und wir müssen unsere Base-Verteidigung besser ausbauen, ne? Vielleicht so ein paar Fallen bauen und so ein Kram, ne? Wenn da einer Bock zu hat. Also richtig Lust habe ich nicht dazu. Was ist denn los? Virgi will irgendwas von mir. Willst du mir deine Bären zeigen oder deinen Busch oder was willst du mir zeigen? Ja? Also ich habe das alle Austern reingeschmissen und irgendwas macht er jetzt. Okay. Ja, verwirrend, was Virgi hier macht. Ich habe ja gar keinen Speer mehr. Huh, das ist Virgi auf einmal bei mir gewesen. Aha. Dann müssen wir mal einen Speer nehmen. Ja, ich weiß nicht, was die mit dir machen will. Will sie dich erschießen? Vielleicht erschießt sie dich einfach. Nee, sie hat ja, sie möchte sich jetzt hier hinsetzen. Mal gut, dass wir so viele Stühle gebaut haben, weißt du? Aber nee, ich glaube nicht, dass da irgendwas Wichtiges passiert, weil da ist kein Deckel drauf auf dem Topf. Wenn du was irgendwas machst, dann ist ja ein Deckel drauf und der kocht es dann, weißt du? Ja, dann nimm's nochmal. Ich weiß, aber er hat dieses Geräusch gemacht, als wenn man da irgendwas, als hätte ich irgendwas super gemacht. Ja. Also wenn du was baust und so, dann macht er doch immer dieses Tschum. Und das ist aber passiert. Was war denn das? Was? Hast du was gebaut? Nee. Da kam gerade so ein Baugeräusch. Ja, das sag ich doch. Das ist ja genau das, was bei mir auch kam, als ich die ganzen Austern reingehauen habe. Okay. Oh. Deswegen sage ich ja, glaube ich, dass da schon was passiert ist. Was schmeißt du da jetzt noch mit rein? Gekochtes Fleisch. Aber der macht da auch nichts. Vielleicht ist es schon fertig. Nee, da war eben noch Wasser drin. Du schmeißt einfach jetzt mal alles rein. Ich schmeiß mal alles rein, ist jetzt wurscht. Keine Ahnung, irgendwas wird schon was. Ich hab keine, weiß ich nicht. So, ich muss mal schnell gucken. Also, Mehl habe ich noch. Hä? Mehl? Ich habe ja immer noch Austern. Wieso habe ich den immer noch aus? Haben wir vielleicht gekochtes Wasser nur gemacht? Na, wie gesagt, ich habe da einen Haufen Fisch reingeschmissen, gerade aber so richtig. Belustigen, Pilzbruder? Außer du fährst gerade durch den Stau, ja, das ist natürlich blöd. Durch Baustellen, ach je. Nee, alles gut, wir verstehen schon, was du meinst. Nicht, dass du hier noch hier mit dem Handy in der Hand irgendwo reinrauscht, da bitte nicht, ne? Also, Vorsicht. Bitte Vorsicht, so. Wir brauchen immer noch einen Haufen Holz. Artisan. Kelvin. Komm mal mit. Ach, ich habe ja auch Weidenröschen, habe ich ja auch. Das ist hier wie Generation Z, die sich auf dem Flughafen auf die Fahrbahn klebt. Weißt du, im Flughafen. Hast du dich jetzt mitten im Weg? Ich sag's doch. Grinsen tut's auch noch.
Was ist denn jetzt hier los? Das ist ja anstrengend mit denen. Hast du ihr den Kleber gegeben? Furchtbar. Wir werden, glaube ich, den Zweitausgang behalten, oder? Besser ist das. Jetzt ist er aufgestanden. Jetzt, ja, ist klar. Die Pfeife. So, ich würde gerne ein bisschen Holz holen noch eben. Ist das okay? Und Holz holen, ja, ich brauche Sticks. Kannst du den die Idioten mal sagen, dass er Sticks holen soll? Wo ist er denn? Weil ich habe nämlich noch hier Weidenröschen gefunden und ich weiß, ich muss die vielleicht auch noch anpflanzen. Ja, der sitzt hier rum und weiß nicht, was er machen soll. Pass mal auf. Hol mal Stöcke und mach die mal da rein. Du weißt ja wohin, ne? Freundchen. Jawohl. Attacke. Virgie, würdest du bitte einfach mal... Was ist denn los mit dir? Irgendwie ist die komisch drauf. So, ich wollte nämlich auch noch die Basis ein bisschen weiter ab. Ich dachte, wir wollten on Tour gehen. Was ist jetzt los? Das wollen wir auch. Aber? Boah, ich hatte doch beim letzten Mal so Sticks hier schon angebracht. Einen. Ich wirklich nur einen angebracht? Bin ich so ein fauler Typ? Das ist ja komisch. Ja. Nee, na gut, warte mal. Ich lass mich mal eben... Ich will mal kurz noch ein bisschen was probieren. Weil probieren, ihr wisst, geht ja über studieren. So. Nee. So, und das muss ja ganz an den Rand irgendwie ran, ne? Mal her. Geht das nicht weiter? Warte mal, die Axt. So. Genau, so soll das ja sein. So war das mal angedacht früher. So. So, dann müssen wir mal gucken. Machen wir auf. Ufrelador. Genau, richtig. Wenn die da nachher hier irgendwie am Rande rumrennen, dann tun die sich ja irgendwie weh. Habe ich so gehört. Ja, du willst ja unbedingt auch ein paar Fallen bauen, gell? Hab ja, bitte. So. Ja, müssen. Auf jeden Fall. Gibt es ja auch ganz lustige mittlerweile, ne? Muss man ja, ja auch ja, sagen. Ja. Also. Ja, wir können ja mal reingucken. Schelle, grüß dich. Einen schönen sonnigen Pfingstmontag auf dir. Hallo, natürlich. Schelle. So, warte mal. Eine Falle. Eine Hockey-Pockey-Falle. Haben wir 3 Seile und 6 Stämme? Oh. Ich will eine Hockey-Pockey-Falle. Ei, ist die toll. Das ist eine Hockey-Pockey-Falle. Das weiß ich noch nicht. Wir werden die Hockey-Pockey-Falle mal hier hinstellen. Jetzt brauche ich 6 Stämme. 6 coole Stämme. Lalala. Kälte. Das ist zum Thema, wir holen meinen Schrot. Ja, Schrot. Wir machen das gleich. Moment. Achso, übrigens, ich brauche doch keine Sticks mehr. Warum nicht? Weil ich schon so viele habe, weil ja da lauter Dinger drin sind. Und weil ich jetzt gesehen habe, dass ich von den Weidenröschen gar keine Samen habe, sondern nur die Weidenröschen. Was? Oh. Ah. Hörst du den Vogel? Danke für das verschenkte Sub, lieber Schelle. Was habe ich gehört? Ein Vogel? Ein Vogel, ja. Ich habe einen Vogel schon gehört, vorhin, ja. Also einen ganz übermotivierten. Aber ich dachte, das ist normal. Nee. Danke, Schelle. Aber nicht normal? Ja, wollen wir Kelvin Holz holen schicken, oder? Was machen wir mit dem? Ja, kannst du... Der Vogel, der dreht total am Rad. Das ist so eine Amsel, ich sag's dir. Das ist wie früh um 4 vorm Schlafzimmerfenster. Das sind genau so eine Krankenviecher. Aber ich hatte mal einen Bericht im Radio gemacht. Da wurde das erklärt, was die machen. Die überleben damit natürlich. Ne? Das ist ein wirklicher Überlebenskampf für die Tiere. Ja, lass den halt Stämme holen. Wir hacken doch hier gerade so viel Schönes. Aber wo ist er denn? Der Depp. Da oben. Kevin, komm. Brutti. Pass mal auf. Folge mir mal bitte. Ich lasse ihn oben mal ein bisschen genau, machen, und ja. Wenn Olli hier fertig ist mit seinem Projekt, was auch immer er da jetzt gerade vorhat, dann schauen wir erstmal, ob man die Schrotflinte für mich nochmal kriegen. Ja. Weil, wie gesagt, meine hat ja Virgie. Ja. Vorsicht, Baum. Wem sagst du das? Kelvin?
Ja, das hat er überlebt. So, pass mal auf. Und, hier oben. Genau, und dann gehen wir endlich in die Bunker. Ja. Wo ist er denn, der Dicke? Hallo, komm her. So, pass auf, mein Freund. Hol mal. Ja, wie geht's uns? Eigentlich geht's uns ganz gut. Ist halt heute leider schon wieder, ne? Der Tag ist schon wieder fast rum. Der Feiertag schon wieder rum. Das ist natürlich immer nicht so schnell. So ein Feiertag geht immer schnell rum. So, er sammelt jetzt da oben den Behälter voll. Glaube ich. So. Ach, ich lasse das den machen, weißt du? Der ist ja... Kann der machen. Ich versuche mal, die Falle weiter auszubauen. Mal eben. Genau, Virgil läuft ja auch rum und beschützt uns. So, ich brauche nur sexy, hexy Steine. Das Schöne an den Steinen ist, die spawnen immer wieder nach hier. Das ist so geil. Naja, die Steine schon, aber die Bäume finde ich halt schon ein bisschen... Ja. Also das... Oh, Vorsicht, Kelvin. Machst denn du schon wieder? Nix. Erschlägst du unseren Kelvin? Unseren Deppen? Jetzt schon wieder? Ich habe ihn... Entschuldigung, Kelvin, das wollte ich nicht. Jetzt hat er Kopfschmerzen wegen dir. Naja, eigentlich habe ich ihn zerhackt. Sorry. So, langes Wochenende. Oh ja. Ich hatte leider kein langes Wochenende. Nee, ich musste arbeiten. Ja. Sonst hätten wir ja Wochenende gestreamt, aber tatsächlich musste Olli arbeiten. Naja. Es gibt Schlimmeres. Obwohl ich hatte... Ja, es war schon stressig. Ja. Ja, mein Jammerer. Ja, ne? Es war stressig für mich gewesen. Ja, ja. Ist so. Kann man ja nicht verleugnen. So, warte mal. Wie sieht's denn aus? Hunger, Durst? Ich habe hier noch ein bisschen Schlurfi, kann ich machen. Du darfst heute Abend wieder rein. Das ist ja... Naja, aber es gibt doch bestimmt ein bisschen Zuschlag, oder? Feiertag und so. Normalerweise schon. Genau, Olli mag das ja eigentlich, an Feiertagen zu arbeiten. Ja. Jetzt weil nicht, da gibt es halt richtig Schotter. Ja, jetzt nicht unbedingt deswegen, aber es ist halt einfach normalerweise ruhiger, ne? Aber normalerweise, ja, normal ist halt nichts. So, pass auf, ich mach mal hier eben weiter mit der Ausbaugeschichte. So. Natürlich, siehst du, ja. Aber immer das so hinkriegt hier, das... Nein, du sollst es nicht machen. Mach mal da. Sehr schön. So. Oh, mal wieder ein Zipfel gemacht. Ich möchte gar nicht wissen, was Olli jetzt gemacht hat. Nee, lieber nicht. Nee, ich mach diese Sticks hier hin, die dann nach außen ragen. Ach so, da wo die dann dagegen rennen. Und wir ja auch immer dagegen rennen. So die Hoffnung, ja. Kelvin immer dagegen rennt und auch Virgie immer dagegen rennt. Richtig, richtig, richtig. Und die können ja auch mal ein bisschen was tun für ihr Geld. So, die Möwen fressen wieder ganz brav die Fische. Weil die haben ja auch ein bisschen Hunger. Also ich würde da ja immer Fleisch hin machen, weil das habe ich, ist mir ja auch aufgefallen. Die fressen die Fische da weg. Also mach doch lieber Fischsuppe und häng Fleisch hin. Was weißt du denn nicht, wie die Fischsuppe geht? Was ist denn nicht? Du bist hier der Koch. Der sitzt hier oben drin, der Vogel. Ich höre den ganz deutlich. Ich trage zu viele... Das ist total durchgeknaller. Knaller. Das ist voll... Durchgeknallter Vogel. Das ist voll die Durchgeknaller hier, Leute. Wo ist denn mein Topf? Kann man den in das Regal stellen oder geht das nicht? Das geht. Ja? Sicher? Wir könnten theoretisch ein ganzes Regal nur mit Töpfen machen. Ja, früher oder später ist das wahrscheinlich so, wenn wir weiter so viel Kram fangen, erfinden. Das ist der Topf. Damit. Ja, wenn das geht, dann ist das super. Aber ich denke mal halt auch, dass auch andere halt gerne mal am Feiertag arbeiten würden, weil, also gerade so, also ich liebe ja hier, wenn Olli tatsächlich Nachtschicht, Feiertag, ne? Ja. Ja, das gibt richtig Kohle. Dann hole ich mir seine Kreditkarte und dann, ne, ihr wisst Bescheid. Ja, na klar. Jetzt habe ich den Fisch fallen lassen. Ich bin auch ein Depp. So. Viermal Fleisch war doch... Ich habe schon gekochtes... Ach, das ist schon gekochtes Fleisch. Eins, zwei. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass... Haut jetzt so hin. Du Möwe, hau ab endlich.
Aber das Fleisch fressen die nicht. Also wenn du nach Fleisch denkst, dann musst du dir keine Gedanken machen. Ja, ja, nee, ich habe jetzt mal das Fleisch in den Kochtopf geschmissen, aber es kocht halt wie immer nicht, ne? Habe ich gesagt, du sollst den Fleisch reinschmeißen oder habe ich gesagt, du sollst den Fisch reinschmeißen? Ja, hilft ja nicht viel, wenn ich nur den Fisch reinschmeiße. Also, ich muss mal was testen hier, warte mal. Eins, zwei, drei. Das geht auch nicht. Ich habe keine Ahnung vom Kochen. In diesem Spiel jedenfalls nicht. Was weiß ich, Leute. Ja, wir haben da auch schon mal nur Wasser reingemacht und sonst nichts. Wir machen da alles Mögliche rein und sonst nichts. Also ja. Wasser, heiß Wasser kochen, klar. Wasser abkochen, das haben wir da auch schon drin gemacht. Das können wir alles besonders gut. Aber man kann halt auch so Fischsuppe und sowas machen. Ja, aber ich bin zu doof dafür. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Ohne Quatsch. Wo hast denn du deinen Topf hingetan? Hast du den irgendwo hingetan? Der ist im Regal. In welchem? Naja, so viele haben wir ja jetzt nicht. Also drinnen irgendwo, oder was? Drinnen, ja, ja, ja. So, ist das jetzt hübsch hier, oder nicht? Ja. Jetzt hole ich mir noch ein paar Steinchen. Na, komm her. Du trägst so viele Kiesel, ja? Ich will ja auch keine Kiesel, ich will Steine. So, pass auf. Dann gibt's mal das nächste. Wie Wasser. Man kann mehr kochen als Wasser. Ja, ja. Glaube ich nicht. So, jetzt pass auf. Jetzt ist doch schon besser. Kann man denn gucken, wo konnte man doch die Rezepte sehen? Ja, stimmt, aber ich finde es nicht mehr. Ich habe doch keine Ahnung. Weil ich habe doch auch Ramen zum Beispiel, habe ich doch auch schon gemacht. Ja. Bilderrahmen. So, kommen wir da hin. Verrücktes Ding. So, und jetzt Steinchen, haben wir hier noch einen rum? Genau, andere Zutaten zusammen. Genau, das haben wir gemacht. Also ich habe Wasser und Austern genommen. Das fand ich aber uninteressant irgendwie. Oder Olli hat aus Versehen den Topf zu früh weggenommen. Das kann natürlich auch sein. Niemals. Wird das niemals tun. Weil eigentlich war es ja schon am Brutzeln. Ja. Und Olli meinte dann, das stimmt nicht, ich muss das wieder wegnehmen. Ja. Ja, weil ja, wenn du was Richtiges reinmachst, was funktioniert, dann schlappert der Deckel darum. Und das hat er nicht gemacht. Genau, das hat er nicht gemacht. Und deswegen hat Olli gleich den weggenommen. Sozusagen. Sozusagen. So. Aber es brutzelt doch. Ja, das kocht nur das Wasser. Wenn der Deckel muss da drauf sein und hin und her flappern. Verstehst du? Du, ein sogenannter Flapperdeckel. Ein Flapperdeckel? Ja. Kelvin, mein Kopf weg. Da kommen Eingeborene, Achtung. Vielleicht rennt er direkt in die Falle, der Depp. Kelvin, vielleicht ist es dein Bruder. Du hast gedacht, der ist verschollen. Nein, ist der nicht. Der wohnt hier. So. Elvin, du kannst ruhig weitermachen. Also das Ding hier, weißt du, mach einfach weiter, bitte. Guck mal her. Und zwar, hol mal Stämme und mach die da rein. Ich habe ja extra Platz gemacht für dich. Wo ist denn der Typ unten hin? Der rannte gerade einer rum am Lager bei uns. Ich wollte gerade sagen, bei uns? Ja, ja, ja. Drinnen? Nee. Nee, das weiß ich nicht. Das ist zu weit weg. Ich sehe das nicht. Ah, wir müssen unbedingt diese Aussichtstürme bauen, ehrlich. Ja, 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 ja. Wir können ja nicht mehr als Holz sammeln, ne? So. Ich will einen Aussichtsturm. Was du willst, weißt du? Ja, wir müssen einen anzeichnen. Wo ist denn der Typ hin? Der ist wieder abgehauen. Der holt jetzt seine Kumpels. Ja, aber ich wäre auch abgehauen. Ja, bei der Basis. Wenn Kelvin steht. Ja, bei der geilen Basis sowieso, ne? So. Schau mal, was sagst? Ja. Oh, steht das jetzt raus hier? Nee. Nee, oder? Wir dürfen denen natürlich nichts bieten, wo sie dran hochklettern können, ne? Na, ich glaube, das geht. Hä? Oder?
Warum sollten die da hochklettern können? Weil die sehr gut klettern können. Genau, ich hole mal die anderen Bäume von draußen. Also oben sind noch ganz, ganz, ganz viele. Ja, ja, das macht gerade, der Depp macht das gerade voll damit. Aber kannst du ihm nicht sagen, er soll hier unten das... Ach nee, das können wir ja nicht. Da kann ja keine Seilrutsche bedienen. Nee, leider nicht. Da ist er wirklich zu hohl für. So. Aber magst du die runterschicken, wenn das oben voll ist? Hab ich schon mal gemacht, einmal, ja. Kannst du es nochmal machen? Nee, also nochmal geht es nicht. Das weil dann baue ich hier unten nämlich weiter. Auch noch. Ja, ja. Ich würde dann hier dieses Ding mal aufbauen. Oh, du bist verrückt. Schade, also wir wollten ja eigentlich im Bunker gehen, ne? Also ja, wir wollen immer so viel, weißt du, und dann hast du eh wieder anderes zu tun. Und nein, nein, du. Ich weiß so nicht. Sag mal, hat der jetzt erst 4 Stämme geholt? Kelvin, das muss in Zukunft ein bisschen schneller gehen. Du kriegst dieses Jahr kein Weihnachtsgeld, wenn das weiter so geht. Wo ist denn der? Ach, da. Was ist denn mit ihm? Der rast wie so eine angestochene Wildsau durch den Wald. Ich weiß gar nicht, warum. Das weiß ich auch nicht. Wo ist denn Virgie? Ist die auch bei euch da oben? Nö. Die rennt am Strand rum. Ja, wir Weiber, ehrlich, immer Strand und... Jeder macht hier, was er will. Und keiner, was er soll, weißt du. Und alle machen mit. Das ist so schlimm. Ich will auch an den Strand. Nee. Ich gehe gleich zu Virgie, wenn du weiter so schimpfst. Ja, geh doch. Mach doch einen Weiberabend. Du hattest du hier irgendwo noch so halbe Stämme und sowas rumliegen eigentlich? Nee. Ich mach keine halben Sachen. Oh, hier hinten sind irgendwo Feinde. Kelvin geht in Deckung. Ja, dann, du hast doch auch... Ich hab auch. Ich kann und hab und werde. Kelvin, mach bitte weiter deine Arbeit. Ich kümmere mich um das Problem. Ja, der haut schon ab. Hier ist Gott sei Dank die Tür zu. Ja, ja, die habe ich vorhin zugemacht. Das ist sehr nett von dir. Ja, also manchmal kann ja auch nett sein, das ist richtig. Ja, ja. Nicht so oft, aber manchmal geht das ja, ja. Ja. Und so ist denn der Depp? Der rennt da unten rum. Sehr gut, der macht seinen Job. Der macht seinen Job, der rennt weg. Nee, der holt Stämme tatsächlich. Achso, naja, gut. Ich warte bloß, wo der kleine Scheißer hin ist, der ist doch gerade irgendwo. Ah, keine Ahnung. Ach, ich weiß nicht. Der kommt wahrscheinlich wieder überraschend aus dem Busch gesprungen, weißt du? Ja, ich bin eh immer dran schuld, das ist klar. Immer. Kelvin, go. Oh, wir haben Sturm, wir kriegen heute schlechtes Wetter. Ja, es wird, glaube ich, Herbst jetzt. Ja. Wenn du die Bäume nämlich auch anschaust, die sind ja alles schon ein bisschen orange und so. Ja. Und auch meine Heidelbeeren schauen auch nicht mehr ganz so toll aus. Die Heidelbeeren? Das ist eigentlich nur noch so ein Gestrüpp mit blauen Beeren dran. Ja, ja, ja. Nichts Grünes mehr. Ja, ja. Also von ja. diesen Aussichtstürmen werden wir noch 2 bauen, sage ich gleich dazu. Ja, die Wand ist ja lang, ne? Also... Immer an der Wand lang. Oh, gibt's jetzt Gewitter? Weiß nicht, was das gerade ist. Es hat doch gerade gedonnert, oder? Ja, es stürmt mächtig gewaltig. Also irgendwas passiert hier gleich. Ja. Die Nachversorgung der Stämme lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Oder? Da geh ich d'accord mit Ihnen, junge Frau. Da geh ich d'accord. Aber sagt es nicht mir, sagt das unserem Angestellten, weißt du? Der ja, du bist doch da oben. Hier. Du hast den doch angestellt. Ich habe Virgie geholt, du hast den geholt. Ja, aber er macht doch schon. Er ist doch bemüht, weißt du? Er ist stets bemüht. Wenn das übrigens... Komm, du bist aber nicht sehr positiv, weißt du? Warum sollten wir den nicht überleben ohne Kochen? Wir finden so viel Essen hier. Das schaffen wir doch. Ja, wir schaffen das locker. Wenn nicht, dann fangen wir uns ein paar Möwen. Das überleben wir schon. Da bin ich optimistisch. Nee, außerdem, also wie gesagt, ganz sicher weiß ich, ich habe schon mal Wasser gemacht und und diese Ramen da reingetan, also die Nudeln. Ja. Und das hat auch super, das war auch super. Ne? Mhm. Also selbst wenn wir uns zu doof anstellen für... Für Fleisch? Für Fleisch und Fisch. Werden wir das damit schaffen?
Achso, wenn ich Olli kochen lasse, ja. In so Spielen kann ich gar nicht gut kochen, das stimmt. Das ja, ist das ist total lustig. Also bei uns zu Hause ist ja Olli der Koch. Ich bin ja so, ich hasse ja Kochen. Und Olli kocht richtig gut und richtig gern. Ja. Und bei uns zu Hause tatsächlich kocht Olli. So ist das. Und in Spielen ist das überhaupt nicht seins. Nee. Also der macht da den größten Schmarrn, der checkt es nicht, was man da zusammentut. Und also ganz eigenartig. Und ich brauche eben was Richtiges in der Hand, verstehst du? Und so. Genau, dann übernimmt das eigentlich komischerweise immer ich. Kelvin, nicht stolpern. Alles gut. So, ich hol gleich, schick gleich wieder ein paar Stämme. Ja, musst du auch. Jawohl, ich stemme. Ich stemme hier alles. Genau, richtig, Terminator. Du hast absolut recht. Eine Frau hat immer recht. Kannst ja nicht anders sagen, ne? Das ist ja, du willst ja auch nicht widersprechen. Du willst ja auch einen ruhigen Abend haben, weißt du? Und wenn du da widersprichst, ist das natürlich bedingt schlecht. So, Kelvin. Mach hinne. Der Winter naht. Weil die hätte erst ja, ja, Arbeitsteilung. Arbeitsteilung klappt super, weil Olli kann nämlich nicht Geschirrspüler einräumen. Das ist richtig. Oder ich stelle mich einfach nur zu doof an, damit ich es nicht machen das muss. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, dass es, wenn Olli das macht, muss ich danach wieder alles umräumen. Das ist tatsächlich so. Aber da bin ich stets bemüht. Da bist du sehr und auch konsequent, ja, muss man sagen. Wenn ich was falsch mache, dann mache ich es richtig falsch. Also der zieht es dann auch durch, ne? Auch 2-3 Mal hintereinander. Ja, das sind immer so 50% keine Ahnung und 50% mit Absicht. Genau. Einfach nur, um mich zu ärgern, ich weiß das schon. Richtig. So. Jetzt hat es aufgehört zu stürmen, süße. Bist du jetzt fertig mit dem Ding? Naja, noch nicht so ganz. Aber gleich. Sehr gut. Aber ich muss das Haus auch noch fertig bauen irgendwann, ne? Ich wollte es eigentlich vor dem Winter fertig bauen. Fertig? Fertig. Na, ich lasse ihn mal eben hier das Zeug da machen. Ich krabbel mal hoch und guck mal, was da oben so zu sehen ist. Ja, guck mal. Das ist ja super. Das ist super, oder? Von hier oben siehst du echt alles. Das ist doch super. Ich nehme mal ein paar Steinchen mit. So. Ein Stämmchen. So, ich muss aber kurz noch weitermachen mit diesen blöden Dingern hier. Diesen Spitzen. Ich hätte aber schon gerne eine Shotgun irgendwann, ne? Ja, wir können losgehen, eine Shotgun suchen. Also, oder wir warten den Tag noch ab. Warte mal, wie spät haben wir es denn? 10.41 Uhr, ja, weiß nicht. Sprungschanzen mit, nee, was? Sprungschanzen. Sprungfallen mit Schildkrötenpanzer. Pups sagt, du sollst das machen. Aha. Sprungfederfalle. Ist das nicht sowas, womit wir hochspringen können ins Nirvana? Was haben wir denn hier noch? Stiller Alarm, braucht kein Mensch. Explosive Falle. Molotow-Stolperfalle. Da rennen nur wir rein. Das ist, ne. Oh, das hatten wir mal bei Forest. Das war ganz schön doof. Haben wir noch 9 Glühbirnen? Bestimmt. Weil da könnten wir das, dieses Kreuz mal bauen. Wo wollen wir denn das Kreuz mal hinbauen? Warte mal, hier sind 2, 4. Ja, ja, da unten sind ganz viele. Oh ja, das ist geil. Können wir das aufs Haus bauen? Ja, so der Plan. Ich weiß aber noch nicht, wohin. Aufs Haus? Hier? Hier in die Richtung leuchtend. Ja. Halleluja. Halleluja. Halleluja, sorry. Halleluja. So. Dann brauchen wir ein paar Bretter und so Kram. Stopp. Ja, warte, ich muss aber erstmal hier da das Ding bauen. Und dann muss ich, glaube ich, verkabeln auch noch, ne? Sonst leuchtet es wahrscheinlich nicht, ne? Es kann sein. Ich habe Glühbirnen. Ja, mach die mal dran. Achso, warte, eine fehlt. Hui. Oha. Oha. Du schmeißt ja alles runter. Das ist Absicht. Ja, da ist uns aber der Heilige Geist dann schon hold, ne? Ja, muss.
Hallo, wir sind Christen, ja? Heute ist Pfingsten. Ja, stimmt, hallo, stimmt. Hallo, stimmt. Hallo. Und jetzt? Das geht dann ja abends an, oder? Meinst du? Von selber? Ich denke schon. Habe ich denn noch Kabel? Ohne Strom? Warte, da muss ich mir mal Draht holen. Ja, Strom haben wir ja eigentlich bis zum Abwinken. Draht haben wir hier unten zufällig noch Draht rumliegen? Ach, überall. Du hast immer, weißt du? Ich habe gar nichts. Du hast gar nichts. Ich komme aus dem Osten. Wir hatten ja nichts. Nee, wir haben keinen Draht mehr tatsächlich. Nein, wir haben bestimmt noch Draht. Nee. Also ich habe 31. Dann pack die mal in irgendeinem... Ja, natürlich. Du weißt schon, wohin. Ja, ja. Und ich trinke dabei einen Schluck Kaffee. Du armer Mann, ehrlich. Kein Draht mehr. Ich habe keinen heißen Draht mehr. So, hat der Depp jetzt so voll gemacht gleich. Ja, damit. So, achso, ich muss ja oben lang. Also ich weiß nicht, ob das jetzt schon verkabelt ist oder keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Ich auch nicht. Aber das ist bestimmt cool. Stimmt. Wenn es in der Nacht leuchtet. Wenn es cool ist, bauen wir es uns auf die andere Seite auch noch. Aber das geht nach unten rein. Warte mal, da muss ich mal rein. Na toll. Ja, das Problem ist, ich komme halt nicht da hoch, ne? Das Problem habe ich ja schon seit Ewigkeiten. Dann bau dir doch hier eine Treppe. Ich kann da keine Treppe anbauen, komischerweise. Ich muss da aber irgendwie hochkommen. Wir sind doch beim letzten Mal... Achso, ich bin da durch die Latte gekommen. Durch das Dach da durchgekommen. Da hatte ich ein bisschen was abgenommen. Naja, ich komme da leider auch nicht hoch. Geht doch. Ja, aber wie, ne? So, und jetzt muss ich das hier noch irgendwie verlachsen. So. Schau mal, ob das brennt. Also leuchtet. Brennen soll es ja hoffentlich nicht, ob aber... Wenn es brennt, dann brennt unser ganzes Haus ab. Nein. Ja, warte mal. Müssen wir das nicht noch anschalten, das Ding? Hat es einen An- und Ausschalter, ja? Ich weiß nicht. Hallo, Kreuz. Das ist aber ein Kreuz, du. Ja. Jetzt wartet man dann so lange, bis Nacht ist und dann gehen wir los, ne? Aber innen leuchtet doch auch der Kram, oder? Ja, innen leuchten die Bändchen. Vielleicht reicht der Strom nicht. Vielleicht muss die Batterie da oben hin. Hast du noch Batterien? Ich? Ich noch Batterien? Ich habe... Ich glaube, ich habe eine Golfwagen-Batterie nur. Ja, ja, genau, die brauchen wir. Achso, ja, die habe ich. Ich habe nämlich keine mehr. Warte mal. Schmeiß mal hin. Ich schmeiß die mal hier hin. Jo. Vielleicht kriegen wir das doch irgendwie hin. Ich kann die nicht hinschmeißen. Dann, warte, gib sie mir ins Inventory. Ja, probieren wir das mal. Das ist gut. Das ist ganz scheiße, warte mal. Ich muss mich anders hinstellen. Stellen Sie sich anders hin, bitte. Stellen Sie sich das mal vor. Weil mein Ding war jetzt genau... Ja? Dein Ding war im Weg? Du bist doch ein Mädchen. Das sind Patronen. Ja, wir müssen unbedingt... Nö. Was? Nö. Sag mir, wo ich es hinbauen soll. Komm, ist es ja wirklich... Und da oben an den in die Hand nehmen und an die Solarpaneele klatschen. Das ist ja blöd, oder? Ja. An welche? Der, wo keine dran ist. Ja. Naja, ich gehe davon aus, dass dieses Ding dann von alleine angeht, ne? Glaube ich. Der Glaube kann ja Berge versetzen. Ist sicher, dass das Ding verkabelt ist. Ach ja, ist es. Ja. Na, ja, vielleicht geht das erst am Abend an. Das war ja, ist ja mit dem Suchscheinwerfer genau dasselbe Spiel. Das hängt ja da dran jetzt. Also ich glaube, das ist schon richtig gut. Warte mal, ich kann ja da notfalls noch ein Kabel dran batschen. So. Ideal, weißt du. Ist auch nichts passiert. Na, dann warten wir mal, bis ja, du ja, bist, ich, ne? Ich glaube schon. Ja, ja.
So, ich gehe mal schnell Holz holen, ja? Aber wir wollten doch los. Ja, wir haben es eh schon spät. Das wird heute nichts mehr. Wir müssen warten, bis wir schlafen. Wir haben es spät. Es ist 11.22 Uhr. Ja, es ist viel zu spät. Ihr merkt es schon, oder? Ich werde total gedisst. Mittag kannst du nicht losrennen hier zum Arbeiten. Das kannst du nicht. Nee. Dann baue ich noch so ein Aussichtsding. Naja, ich wollte jetzt erstmal das Holz machen für das Haus. Damit das über Winter warm ist da drin und nicht erfriert alles. Oh, wir brauchen eigentlich, brauchen wir nicht auch oben auch noch? Wir brauchen doch ein anständiges Bett auch noch, oder? Ja, auch noch. Da müssen wir halt noch Rehe finden und so Kram. Aber wo hatten wir denn die ganzen Rehe da jetzt eigentlich letztes Mal her? Die haben wir gefunden auf Wiesen und dann haben wir die erschossen. Weil wir haben ja dann doch das ganze Sofa eigentlich. Ja, ja, wir hatten einige Fälle schon gehabt, ja. Auf alle Fälle. Oh, Kelvin, was ist denn los? Hast du nichts zu tun? Ich bin total verwirrt heute. Ja? Ja. Nur heute? Boah, bist du ein Arsch. Aber, Kelvin, Vorsicht, Kopf. Wir haben ja auch noch schönere Stühle eigentlich. Ja. Die hätte ich ja auch gerne. Noch schönere Stühle? Ja, ja, mit Fell drauf. Ehrlich. Mhm. So, dann gehe ich mal kurz das Häuschen weiterbauen. Irgendwie abdichten zumindest mal. Du sag mal, wie kann man denn das Bett wieder abbauen? Kann man das abbauen? C gedrückt halten. Nein, wenn es schon da ist. Ja. Auch C gedrückt halten. Ah. Und dann? Und dann woanders hinstellen. Und wenn ich es aber kaputt haben möchte? Dann ist schlecht. Dann schmeiß ich es hier den... Nicht schmeißen. Bitte, bitte okay, nicht schmeißen. Dann machen wir das mal... wo machen wir das hin? Das stellen wir mal dahin jetzt. Geil. Da warst genau du jetzt hin, ne? Ja. Sehr wieder typisch, weißt du? Ist, ja, aber wirklich. Kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist so eine Rieseninsel. Oh, das ist ja hübsch. Das ist ja hübsch. Das ist hübsch? Ja, ja, das Haus ist hübsch. Nein. Ach so, das Haus ist nicht hübsch? Ah! Ich finde das schon. Bett. Oh, das ist ja ein richtiges, echtes Bett. Aber das steht so weit vorne, das gefällt mir ja nicht. Ja, du bist ja schon hin. Und das Bett am Fenster ist für mich, oder? Naja, das lasse ich jetzt mal noch stehen, damit wir noch was haben zum Speichern, bis unser richtiges Bett steht, weißt du? Das ist clever. Aber ich weiß immer noch nicht, wie ich da hochkommen soll, an diese kleine Kante da. Da werde ich noch mal ein Stück Dach abnehmen müssen. Ich glaube. Natürlich jetzt nicht hier drüben, aber vielleicht hier. Jetzt ist besser. Hier kann man sogar Dachfenster reinbauen. Das ist ja toll. Habe ich hier reingehopst? Nee, natürlich nicht. Aber so müsste das doch gehen. Ah. So, warte mal. Das ist eigentlich egal, wie wir das machen. Hallo, das ging doch gerade. Ah. So, ich brauch. Was brauchst du denn? Holzstämme. Holzi, Holzi, Holz. Nicht noch meine Holzstämme jetzt hier verwursten. Ich hab dich nicht gehört. Ja, das habe ich mir gedacht. Schon beklaut sie mich wieder. Hat der voll da oben? Nö. Ellen, du fauler Hund. Brauch nur noch zwei. Also was? Weil wir sollten die Hütte schon irgendwie winddicht kriegen. Winterlichtdicht. Ja, ja, au. Hast du mir jetzt eine auf die Nase gegeben? Ja, weil du mein Holz klaust.
Du sollst das eben auch da irgendwann drin schlafen. Ja. Naja, da brauchen wir mal gemütlich das Ding noch mal ein bisschen weiter hier und dann morgen gehen wir halt los, ne? Ja.